So, da sind wir auch schon wieder zu Castle in the Darkness. Aber ich habe mir überlegt, wir haben ja in der Richtung eine gute Armor und deshalb werde ich mich dessen auch wegmachen und lieber irgendwann mal offscreen in der Richtung die Dream Armor machen, weil den Boss habt ihr ja gesehen, mehr passiert ja auch nicht. Ich denke, wie ich mache das jetzt so wie angekündigt, dass ich das House of... dass ich jetzt das gute Haus mache und ich hoffe mal, dass ich den Geist auch so treffen kann. Ich vermute aber, weil wir das gesehen haben in der Cabin, die wir ja besucht hatten, ist es nicht möglich, vielleicht die Geister physisch zu treffen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir die Geister dann töten können in der Richtung, ist nur mit dem C-Shot. Deshalb habe ich den schon ausgerüstet. Auch wenn wir noch ein bisschen, sagen wir mal, die Zeit dazu haben, eigentlich eine andere Magie zu nehmen. Das ist mir aber dementsprechend egal. Außerdem, wir haben ja die hier die Darkness Armor, die denke ich wird auch nochmal ganz okay sein. Ah, Mist. Können wir vielleicht von da hinten machen. Tschüss, Firebrand. So. Genau. Hoppen wir uns. Obwohl, normalerweise können wir so weitergehen, weil ich denke, das wäre fast identisch. Vielleicht zwei oder drei Screens, vielleicht weniger. Aber hey. Das ist ja... hier, normal bei diesen Metroidvania-Spielen, dass man immer... also nochmal sehr viel backtracken muss in der Richtung und gucken muss, wie wo man ist. Ich würde schon gerne in der Richtung das richtige Ende haben. Dazu müssen wir das House of Roos aber leider ja nicht besiegen, sondern machen. Und dann muss ich gucken, wo ich das Kristallgefängnis ist für den besten Zauber. Und dann würde ich das Spiel auch gerne beenden. Es ist jetzt eigentlich ein nicht so langes Spiel, aber ich würde fast schon sagen, wenn man versucht, alles zu holen, ist klar, alle Bosse zu besiegen, alle Items zu holen, kann sich das natürlich strecken. Es wird, wie ich gesagt habe, versucht, einen 100% Run zu werden. Kann ich aber natürlich nicht versprechen, weil manchmal, wie gesagt, jetzt mit den, mit der Sache zum Beispiel, wie heißt es nochmal, mit der Dream Armor, wo man da schlafen gehen muss und etliche Jahre warten muss, damit man einmal das perfekt hinbekommt. Also, kann sein, dass ich das jetzt vielleicht beim nächsten Versuch jetzt direkt geschafft hätte, aber mein Gott. Wir haben eine gute Armor, die jetzt besser ist als die Heavy Armor in der Richtung. Also sollen wir uns da jetzt groß Sorgen machen. Genau, wir müssen hier abbiegen. Ja. Außerdem will ich jetzt nicht unbedingt die Parts zu lange machen, das ist klar, aber auch in der Richtung... habe ich nicht so viel Zeit. Ich würde versuchen gerne den Geist zu besiegen. Vielleicht schaffen wir auch noch den Endboss zu besiegen. Ich weiß nicht. So, zack. Der Geist ist wieder raus da. Ja, wo ist er? Da. Hau ab. Ja. Ja, geil. Gold. Ich würde dich gerne nehmen. Aber du erlaubst es mir ja nicht. So, genau. Das Problem war ja, wir können uns nicht heilen. So, das heißt, ich versuche nochmal zurückzugehen, heile mich. Und dann versuche ich, wie heißt es nochmal, so wenig wie möglich überhaupt getroffen zu werden. So, wir haben hier angefangen. Das Gold ist da. Mann. Wieso hat er noch geschossen? So. So, ersten erledigt, zweiten erledigt, nächsten erledigt, gut, läuft. So, der Geist hier oben, mal runter, so. Gut. Na? Vorsichtig. Nee.
Okay, das war ein bisschen zu blöd erwischt. So, den haben wir schon mal erwischt. So, wir müssen gucken. So. Genau. Weil, da sind Geister. Die kann man... Ah, verdammt, nur so killen. Oh, Feuer. Shit. So, wie hat mich da das Feuer bitte getroffen? Das wird, soll mir mal bitte einer erklären. Weil das Feuer ist ja nicht mal weitergegangen. Oder ist das so nur gestoppt, weil ich sozusagen da reingerannt bin? Das würde ich gerne wissen. Okay, da ist das Skelettchen. Okay. Gut. Okay. Au. Oh. Gut, hier können wir den, glaube ich, nicht erwischen. Bei der Attacke. Hau ab. Au. Wow. Hör auf, mich so zu treffen, ey. Na. Ah. Bitte nicht sterben. Shit. Shit. Taucht doch mal neben mir hier auf. Yes. Perfekt. So. Nicht in die Stacheln fallen, das war das Wichtigste. So, geht doch. Damit haben wir den mindestens schon mal besiegt, den Geist. Bitte was zum Speichern. Nein, aber wir haben... Ruski. Den müssen wir irgendwo jetzt einsetzen. Okay. Jetzt dürfen wir nur auf dem Weg zurück nicht sterben. Das wäre fatal. Gut. So. Jetzt war das... Wo war denn mal die Sache? War die unten? Links, rechts? So. Speichern. Ich glaube, da mussten wir... Nach oben rechts, ne? Der komische Geist ist da draußen. Sein, dass das hier ist. So. Genau, hier ist ein Block. Okay, hier ist was zum Speichern. Genau. Ah! Gut. Damit kommen wir hier schon mal weiter. Oh je. Wow. Hör auf! Nein! Das Ding bringt uns zurück. Shit. Gut, wenn wir einen schnellen Ausgang suchen, wäre das ja ideal. Haben wir, suchen wir aber nicht, wir wollen ja weiter. Das heißt, ich muss dann aufpassen. Notfalls sterbe ich dann einfach. Wir haben ja hier den Speicherpunkt, dann sind wir schon mal näher. Ui. Mein Gott. Ach, ey. Die ekelhaften Skelette da. Also jetzt nicht die, sondern die mit dem komischen Gewehr da. Machen doch noch eigentlich guten Schaden. Weil hier ist definitiv der Tod. Oder da ist der Tod. Nein! Das ist eine gute Frage, wie wir da hochkommen.
Ja. Guter Geist, hau mal bitte ab. So. Und jetzt? Uah. Millimeter genau springen. Oh. Okay, falsch. Ich hoffe, irgendwo ist hier was zum Speichern, bitte. Ist auch falsch. Ist auch falsch. Ist falsch. Okay. So, zum jetzigen Zeitpunkt wäre was sehr Gutes zu speichern. Merman may drop an item. Ja, habe ich. Sushi. Au. Wieso hat er noch eine Kugel geschmissen? Kann mir das einer sagen? Wieso durfte er das? Oh, ich weiß, wo hier ein Speicherpunkt ist. Den will ich auch direkt nehmen. Müsste hier unten sein. Yes! Oh, super. Und hier oben ist der Boss. Glaube ich. Aber... suchen wir mal... uns hiermit auszurüsten. So, das bringt uns hier oben hin. Das bringt uns dahin. Ich glaube, hier irgendwo ist der Boss. Na, genau. Rusty Witch. Wieso bist du in meinem Zuhause? Ich werde mir deine Seele klauen und mich und dich zu meinem Sklaven machen. Hahaha. Okay. Okay, das ist ja schon mal... guter Damage. Und... so. Oh, oh. Das Buch flattert jetzt. Oh, Schnee! Der verfolgt. Stirb! Geht doch! Hey, wieder geschafft, ein Boss ohne zu sterben. Hey, hey, sie ist abgehauen. Ah, da ist sie ja. Hier. Oh, du hast ein White Orb. The power remove evil energy from someone's heart. Okay, damit kann man die böse Energie aus dem Herz von jemandem, aber es muss aktiviert werden. Es wird einen kleinen Moment dauern. Wenn man den nicht hat, sagt sie, bitte bring ihn zu mir zum Beispiel. So. Ja, sie hat das Gefühl, dass man das vielleicht braucht. So, jetzt haben wir den White Orb. So. Und das heißt, wir haben hier soweit jetzt die ganzen Bosse und sowas alles besiegt. Aber wir haben hier zum Beispiel noch einen Weg nach unten, den wir noch gehen müssen. Wow. So, schnell vorbei. Hi, hier ist noch ein Schatz. Oh, schön. Okay. Wow! Skelettchen. Oh nein, eine Hand. Komm her, Hand. So. Blood Armor. Ach so, ja. Die absorbiert Blutmagie, aber wie gesagt, die brauchen wir ja nicht, weil... hier in der Richtung ja alles haben. Ah ja, jetzt können wir einfach rausgehen, weil wir haben alles, was wir hier brauchen. Außer das geheime Versteck da unten links, wo man eine Farbkombination eingeben muss. Ich glaube, das genau das einzige, wo das glaube ich wäre. Schnell hier weiter.
Oh! Glück gehabt. Ich hab da jetzt einfach so herumgeschwirrt. Wow. Nein. Gut, dass wir gespeichert haben. Aber wir wissen mindestens den Code schon mal. Nein. Da bin ich falsch gesprungen. Gut, wenn wir das unten haben, haben wir eigentlich das House of Roos erledigt. Wir können dann einfach in Ruhe weitergehen. Upala. Ohne irgendwelche Sachen verpasst zu haben. Okay, was war das? Das war, glaube ich, hier grün. Ne, warte mal, die waren hier grün. Und dann eine Ding war rot oder blau. Genau. Dreimal grün und einmal rot. Ich weiß nicht, ob das von Spiel zu Spiel anders ist. Oder ob die dann einfach sagen, hey, das ist alles das Gleiche hier. So. Mist, da bin ich zu spät gesprungen. Und wir haben da noch eine Spinne auf dem Weg. Ich glaube, wir müssen uns davon eine Spinne treffen lassen. Warte mal. Machen wir Doppelsprung und dann wurde ich getroffen. Nein. Okay. Wir bekommen keinen Doppelsprung zumindest zurück, wenn wir uns getroffen werden. Hoppala. Schade. Sonst hätte ich da vielleicht eine Lösung gehabt. Das war rot. Die anderen waren grün, also zweimal. Quatsch rein. Wieso komme ich da nicht rüber? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß nicht, kommt man da überhaupt rüber oder braucht man vielleicht noch einen Eater, damit man noch weiter springen kann? Ich glaube eigentlich nicht, weil der Doppelsprung ist das letzte, was wir bekommen. Aber gut, vielleicht, wie heißt das nochmal, müssen wir dann mit Anlauf machen. So. Nein. Irgendwie nicht, ey. Das ist eine gute Frage. Ob wir das jetzt überhaupt so schaffen können. Oder ob es irgendwie eine Rüstung gibt, womit wir weiter springen können. Auch wenn das nur ein Millimeter ist. Also mit der Heavy können wir das vergessen. Die Heavy macht uns ja runter. Da wird uns das nicht helfen können. Oh. Das könnte vielleicht sein. Vielleicht müssen wir auf diesen Schuss von ihm springen, damit wir den letzten Millimeter da schaffen. Das heißt, wir müssen so springen, dass wir auf seinem Schuss landen, aber nur am Ende. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das möglich ist. Hoppala. Okay. Okay. Gut gemacht. Jetzt kannst du sterben. Oh, Geist. Oh, noch ein Geist. Nein! Ich dachte, ich wäre da sicher. Aber ich bin zu weit nach vorne gegangen. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Wir müssen auf diesen Sprung von dem Typen springen. Nicht umsonst ist er also da. Mein Gott. Also das war mir klar, man muss sich sozusagen einen Dreifachsprung herbeiholen, weil man mit dem Doppelsprung definitiv nicht weiterkam. So. Schuss, okay. Perfekt, danke. Hau ab, Geist. Jetzt kommt noch ein Geist. Und hier sind wir gestorben. Oh yeah. Komm her, Hand. Ich schlag dich. Ach, das alles nur für ein Herz. Ja, jetzt kann mich die Hand aber auch hier rausbringen. Jetzt habe ich keine Lust mehr zurück. Das heißt, wir haben hier aber alles komplett abgeschlossen. Hey. Nein. Komm zurück, Hand. Oh, ey. Glück gehabt. Oi. Also da ist mein Herz kurz stehen geblieben.
Von mir aus trifft mich alle. Ich hab da keine Lust, irgendwas zu machen. Will hier nur weiter. Ja. So. House of Roos komplett abgeschlossen. So. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch dieses Kristallgefängnis irgendwo finden. Wo auch immer das ist, damit wir in diesen Kristallturm kommen. Und da die beste Magie finden. Wow, komische Spinne da. Gut, dass wir gespeichert haben. Ich weiß, dass man irgendwo noch einen Typen finden muss, der irgendwo versteckt ist, um... Wie war das nochmal? Irgendeinen Schlüssel für... Genau, den Kerkerschlüssel irgendwie zu bekommen. Vielleicht kann sein, dass das da das Kristallgefängnis ist. Also auf jeden Fall sind wir in der Serpent Cave, denke ich, auch ganz gut fertig, weil wir haben auch noch den Atlantis-Tempel da gemacht. Der Atlantis-Tempel war ja auch fertig. Das war ja so Metroid-mäßig, da wir ja zwei Bosse besiegen mussten, damit am Ende das Wasser komplett so oben war. In der Cavern waren wir. So. Das Einzige, was wir noch machen können... Gucken. Ob wir irgendwo... Ja genau, wir haben in diesem in der Castle-Area haben wir noch diesen... Ja, ist er nochmal. Diesen Kerker ja gehabt, wo da ein Speicherpunkt ist. Kann sein, dass er sich da versteckt, der Typ. So. Ah, Mist. Das ist natürlich auch nochmal eine Grundlage für etwas. Könnten wir auch nochmal. Ne, nicht hier. Wir müssen hier nach unten. Genau hier. Gut, wie ich den Typen hinter mir gekillt habe, war auch natürlich wunderschön. So, weiter geht's. Da war ja auch nochmal ein Boss, den wir gekillt haben. Nehme ich gerne den Hit, ist mir wurscht. Und jetzt müssen wir raus sein. Genau, jetzt sind wir bei dem Castle Grounds. Und die einzigen Vermutungen, die ich hier immer habe, sind das hier. Also jetzt nicht an den Castle Grounds, sondern im Castle an sich noch einiges sein wird. Besonders in diesem roten Abteil. Jetzt nicht in den Windy Ruins. Das, ui, da noch einiges von mir vergessen wurde. Was hat die gesagt? Some floors can be broken by an axe. Okay. Wissen wir. Und haben wir auch schon, glaube ich, angewandt. Gut, hier habe ich Glück gehabt, dass ich diesmal nicht reingefallen bin. Patsch. Patsch. Genau, hier meine ich. Wir hatten hier noch was. Ein Areal. Was? So aussieht wie so ein... Genau, eine Dungeon. Und hier waren wir ja auch noch nicht eigentlich so lange. Das Einzige, was wir geholt haben hier, war, glaube ich, ein... Schwert? Ja.
Enter. Wow. Genau, das habe ich ganz vergessen. Also der hier gab auch... Dass er da auch die Sachen gab, die da rausge... Also das Einzige, was wir hier geholt haben, war dieses Soulfire. Diesen Zauberspruch da. Enter. Hier war der Speicherpunkt, genau, ja. Und er sagt ja, ich bin Timmy. Genau, der Typ da. Ne, hier kann man nicht hoch. Oh, hier haben wir die Serpent bekämpft oder was auch immer war. Ne, auch nichts. Deshalb die beiden Steine da oben sind, weiß ich auch nicht. Hopp. Hier haben wir den entgegengenommen. Das heißt, wir waren glaube ich gar nicht mehr weiter als da. Hau ab, komisches Leuchten. Oh, come on. Ah, hier sind Dungeons, aber wir können in keine rein irgendwie. Ne? Oh. Oh, eine Bombe. Wie kann man den eigentlich killen? Nur wenn er angreift oder was? Hui. Okay, das ist ja eigentlich einfach. Wenn er eine Bombe wirft, gibt es eine Explosion und einen Brocken fliegt. Ja, toll, dass du deine Muskeln zeigst, aber du bist tot. Danke. Danke, danke, danke. So. Wo war der Speicherpunkt? Die Dungeons hier. Der Typ ist tot. Und wir haben einen Key hier. Den Jail Key, genau. Jetzt müssen wir die Jail finden. Wo dann bestimmt ein Typ ist, der uns... Ah. Okay. Und hier. Oh, eine Lost Page. Hey, was haben wir denn hier? Den Tod, oder? Genau, den Tod haben wir hier, weil wir nur mit einer Sache... Gut, das heißt, ich nehme den Jail Key, gehe nach Mana links, speichere ab. Dann können wir uns da ein bisschen an die Jails machen. Wer weiß, was wir da finden. So. Ich muss jetzt aber einmal ganz kurz Stopp machen. So, dann gucken wir uns mal an, was in den Gefängnissen ist. So, mal gucken, was ist denn hier drin. Sword of the Dawn. Weiß nicht, ob das besser ist. Wenn du die grüne Tunic und das hast und das Guard Sword, dann bekommt das Besonderes. The Red Spider Guards. The Red Spider Guards a Secret. Die rote Spinne bewacht ein. Ah. Okay, das heißt. Wir müssen hier nochmal rein. Genau. Und dann möchte ich jetzt mal sehen, was ist besser. Das was wir haben oder das, was die uns geben? Weapon. Genau, das Dawn Sword. Jo. Heißt, wir sind mit dem Besseren hier. So, jetzt versuchen wir uns die eine Seite dann noch zu holen. Genau. So, wir dürfen hier nur einen nehmen. Mist. Da habe ich falsch, bin ich falsch gesprungen. Ich denke, wir nehmen den ganz hinten. Weil, wenn wir den ganz hinten nehmen, haben wir... Nein, töte mich. Wir dürfen nur den ganz hinten antätscheln, weil wir müssen ja zurück. Und dadurch brauchen wir ja diesen Auftrieb. Und den bekommt man ja nur mit dem Eim. So. Das haben wir schon mal. Eins.
Ah, da bin ich jetzt falsch gesprungen. So. Nur den ganz hinten dürfen wir nehmen. So. So. Hoppala, da bin ich ausgerutscht. Ich wollte eigentlich bei der letzten Stufe da abbremsen. Oh! Millimeter genau muss man da springen. Merke ich gerade. Weshalb habe ich das erste Mal so locker geschossen? So. So, perfekt. Speichern. Und dann haben wir hier auch schon mal alles gemacht und sind hier wieder fertig. Also, raus. Achso, Enter hier, genau. So. Hau ab, Fledermaus. Komm nicht wieder. So. Komischer Schweintyp. Hier war noch was zum Speichern. Immer speichern. Bei jedem Speicherpunkt, finde ich. Nur der Beste. Hinter der Flamme hindurch. Vorsicht. Also, noch sind wir nicht am Ende. Noch fehlt uns die kleine Strecke hier. Super, dass die Sonne bei mir so von hinten scheint, dass ich nicht mal irgendwelche Spieße hier sehen kann. Also die oben sich verstecken so in der Richtung. Dann mache ich jetzt alles blind. So, rüber, drunter, den killen. So, das heißt... Ein Jail Key. So. Genau, hier vermute ich, dass wir hier noch was haben, was wir nicht alles geschafft haben. Eine rote Spinne versteckt ein Geheimnis. War der denn eine Serpent's Cave, nicht eine rote Spinne? Also kann ich mir eine da... Ich glaube, ich habe eine gesehen. Wir haben das gemacht. Also hier steht irgendwas vom Blitz oder sowas. Wenn wir hier was... Sollen wir uns hier vom Blitz treffen lassen, oder was? Das ist die Frage. Hopp. Hier war auch noch eine Page, ne? Die wir nicht geschafft haben. So. Holen. So eigentlich nicht, ne? Ja. Das ist die Frage, weshalb? Ist die Frage groß, warte mal. Geht doch. Gut, jetzt noch zurück. Ohne zu sterben. Dann einmal speichern. Dann haben wir diese Page auch abgeschlossen. Gut. Geht voran. Ja, viel Spaß mit deiner eigenen Kugel da. Hier müssen wir beten. Wie auch immer beten geht. Genau, das ist das hier mit den Chandeliers. Auch schon gemacht.
Wichtig ist nur, dass wir speichern. Wo war das Speicherpünktchen? Hier. Wir haben ja die eine Seite da gefunden. Hier oben war auch noch eine Seite, die haben wir auch schon. Ja. Links waren die Torture Chambers. Haben wir auch schon gewesen. Bösewicht, du bist tot. So, Warpunkt. CD. So, ich denke, in diesem Bereich sind einiges noch an Secrets aufzudecken. Hoppala, da bin ich gestorben. Aber ich denke, wir haben genug gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir das nächste Mal, wie wir weiter noch ein paar Geheimnisse machen, bevor wir uns sozusagen zum Ende begeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.